Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt auf diesem Kanal, und zwar Minecraft. Uhu, ein Spiel, das man noch nie gesehen hat. Nein, Minecraft Modded, mit einigen, wie man in der Taskleiste sieht, Mods, die hinzugefügt wurden. Einigen verschiedenen, die uns einige zusätzliche Dinge ermöglichen, vereinfachen oder einfach anders gestalten. Eigentlich würden wir jetzt neu spawnen, irgendwo. Hier werden wir gespawnt. Und dann hätten wir uns schön auf eine Reise gemacht, um einen Bauort zu finden, wo wir uns denn hinbauen wollen. Wären dann hier lang gegangen, hätten das hier erkundet. Und hätten dann hier einen Dash rüber gemacht, um uns dann hier anzusiedeln unter diesem Dorf. Ist leider nicht passiert. Denn abgesehen davon, dass diese Woche, nächste Woche und die Woche darauf anderer Content stattfinden wird, wie zum Beispiel dieses Projekt, was nicht regelmäßig kommen wird, aber jetzt erstmal regelmäßig kommen wird für ein paar Wochen. Es sind einige Aufnahmetermine aus etwaigen Gründen ausgefallen. Dann habe ich meinen Rechner neu aufgesetzt und im Rahmen dessen, dass ich meinen Rechner neu aufgesetzt, sind einige Probleme entstanden. Einerseits, dadurch, dass die Videosachen ausgefallen sind, kommt bei Stellaris ein neues DLC raus. Was generell super ist, ein neues DLC. Ich habe allerdings aktuell keine Möglichkeit, mir das zu erwerben, weshalb wir das nicht spielen können. Weshalb das vermutlich erstmal irgendwie ersetzt werden müsste. Dann sind mir die Speicherstände abhanden gekommen, weil ich natürlich alle Sachen gesichert habe. Also nicht alle Sachen gesichert habe, sondern viele Dinge, die wichtig sind. Und irgendwie war das nicht. Ich habe es auch nicht in der Cloud gespeichert, was ich jetzt zukünftig tun werde. Und was hier Minecraft angeht, warum wir jetzt hier starten und schon ein Feld haben, und hier schon ein bisschen was begradigt haben, wie man an den Dingern hier sieht, an diesen zwei Blöcken, die hier fehlen, oder an denen. Das liegt einfach daran, dass wir, deswegen haben wir auch zwei Betten, dass Christoph, der war ebenfalls mit dabei für drei Folgen, in welchen die Audiospur falsch eingestellt war, weshalb ich nur mit mir selber geredet habe. Das ist jetzt nicht etwas gewesen, was ich dann so hochlade oder hochladen könnte. Ich meine, Wallworld ist dasselbe Problem, was aktuell kommt. Davon kommen irgendwie drei Folgen nur oder so. Da gibt es ebenfalls keinen Hintergrundsound und man hört nur mich. Da allerdings kein anderer mit dabei ist, fehlt da effektiv gesehen nur der Hintergrundsound. Das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten gäbe es halt einfach keine Videos, weil ich keine Zeit mehr hatte, das aufzunehmen. Weil die ganzen Probleme sind alle erst gestern und vorgestern aufgetreten. Und morgen kommt dieses Video, was ich jetzt schon aufnehme, schneide, render und alles. Und ich habe auch noch Sachen im Real Life zu tun. Das ist ein bisschen... alles ein bisschen zu eng für meinen Geschmack. So, auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal ausstatten, um Sachen holen zu gehen. Denn es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir hier vorgehen können. Wie wir hier schlussendlich... genau, wie wir hier dann schlussendlich weiterkommen und vorankommen, Sachen bauen können. Es wird einige Projekte geben, wo ich dann quasi die Sachen zusammenfarmen werde. Oder spielen werde. Das nicht aufnehmen werde, weil wir zum Beispiel brauchen einen Raid-Farmer, um halt XP zu kriegen. Den werde ich ohne Aufnahme quasi dann zusammen farmen und dann in der Aufnahme bauen. Ebenso wird dasselbe passieren mit den Villager-Outpost, beziehungsweise mit dem, man macht so eine Kaufmeilen, wo man dann so einen Zombie reinpackt, um dann Villager zu haben und die immer günstiger zu machen. Das werde ich komplett außerhalb der Aufnahme vermutlich bauen. Wobei, wahrscheinlich sogar nicht. Wahrscheinlich werde ich mir das einfach nur kurz vor angucken, wie das nochmal ging. Weil das ist ein bisschen komplexer für mein Gehirn. Weil ich so Minecraft noch nie wirklich gespielt habe. Nur einmal oder so. Und da habe ich das auch mit Video nebenbei gebaut. Auf einem Server von einem Kollegen, also Christoph, effektiv gesehen. Es gibt auch ein Werkzeug, mit dem wir Bäume abbauen können. Und zwar von der Create Mod, einer der größten Mods oder der nützlichsten Mods, mit der wir Sachen automatisieren können und ganze Fabriken bauen können, wenn wir das denn schaffen und die entsprechenden Ressourcen holen. Weil Andesit ist jetzt eine Ressource, die genauso wertvoll ist wie Eisen. Und Eisen ist nochmal ein Ticken wertvoller. Aber ich habe auch ein Mod drin, das heißt, wir können Kupfer benutzen, um Rüstung zu bauen, Werkzeug und so weiter.
das nimmt uns schon mal ein bisschen, weil Kupfer gibt's überall. Das macht einerseits die Ressource ein bisschen nützlicher und andererseits sorgt es dafür, dass man sie tatsächlich verwenden kann und abbauen kann. So, wo ist denn jetzt hier dieses Tool? Da unten. Wrench. Ein. Das ist so eine Axt. Blind oder was? Was ist das denn? Oh Gott. Okay, ich bin raus. Das die Art von Komplexität werden wir vermutlich niemals erreichen. Da macht mein Gehirn nicht mit. Potato Cannon, den Controller, Wrench. Die Extended Grip ist so ein Ding, mit dem man quasi Potato Cannon. I'm not certainly sure, wo dieses Ding jetzt ist. Ist es hier irgendwo? Das wäre echt blöd, wenn in der Forge-Version das Ding nicht drin ist. Dann müsste ich mir noch einen Mod gucken, den ich installiere, um diese Bäume runterzuholen. Weil, wobei man kann, natürlich mit, gut, man kann, sobald wir diese automatische Farm haben mit dem und so weiter, dann ist das auch alles kein Problem, weil dann wird das ja alles automatisch passieren. Aber solange das nicht der Fall ist, irgendeinen Weg zu haben, das manuell schnell zu machen. Das ist einfach automatisch, theoretisch im Abbau deutlich schneller, als wenn man das so machen würde. Und das Automatische soll zumindest so wie ich das sehe und interpretiere, das eher abnehmen, die Arbeit. Und nicht die Arbeit effizienter machen. Weil doch, ist eine weirde Kombination. So. War das dann eins dieser Create-Plus-Dinger oder Mods, die das hinzugefügt hatte, wo man dann quasi einen Baum mit einer Axt abbauen konnte? Das ist so eine Axt mit so einem Zahnrad dran, oder sollte es zumindest sein? Schön, dass ich das nachgucke, dass ich das gerade so lange nachgucke und damit ein bisschen Videozeit derartig verschwende. Aber es ist schon ein bisschen so ein Main-Feature gewesen, dass mir jetzt gerade so auffällt, dass es fehlt. Ja, belassen. Das ist ja kompliziert, die Sachen natürlich. Aber dann gucke ich mal, dass ich mir da irgendwie ein anderes Plugin hole, oder dass ich vielleicht noch dieses Create-Zweit-Plugin finde, wo das denn drin war. Wahrscheinlich irgendwie Create-Tools oder so, ist auch egal. Kümmere ich mich dann außerhalb der Aufnahme drum. So. Dieses Sleeping Bag, was wir hier gemacht haben, das kann man benutzen, um zu schlafen logischerweise, aber es setzt keinen neuen Spawnpunkt. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, kann ich damit Nacht überspringen, aber mein Spawnpunkt wird nicht von meinem Bett versetzt. Wir werden auch Häuser und so weiter bauen. Ich weiß aber nicht, inwiefern wir das am Anfang tun werden, weil erstmal ist es wichtig, dass wir die Dinge hinkriegen, mit denen wir dann Ressourcen effektiv haben können. Weil jetzt stundenlang zu strippen oder ähnliches habe ich jetzt nicht vorgehabt. Beziehungsweise schon, aber ein bisschen in automatisierterer Form. So, 10.30 Uhr kann man sich hinlegen. Weitermachen. So. Der Baum geht auch weg.
weiß, es gehört zu Minecraft dazu, dass man den Baum quasi Stück für Stück, Block für Block abbaut. Aber wenn man bedenkt, wie viel Holz wir schlussendlich brauchen und alles, ist das ein bisschen... Es ist nicht cool. Es ist einfach nicht cool. Das ist auch nicht ganz so logisch in Minecraft, meiner Ansicht nach. Dass man Bäume komplett abbauen muss. Dieses Treefall-Plugin oder so, was es mal gab, für Minecraft-Server ist da ziemlich geil und ziemlich praktisch. Oder Tree Assist, wie auch immer das hieß, gab es ja tausende von. Mods gab es dazu auch. Und eigentlich hatte Create, wie gesagt, Toolset, was das machen konnte. Schade, dass ich das jetzt ein bisschen verpennt habe. Aber ich habe auch einige Sachen nicht kontrolliert. Eins der wichtigsten Mods, das mich dazu bewegt hat, überhaupt Minecraft spielen zu wollen oder so ein Projekt machen zu wollen, ist Goblin Traders gewesen. Das ist ein Goblin Trader, der unter der Erde oder in Höhlen spawnt. Im Ende und im Nether spawnt nochmal ein anderer. Und der bietet einen halt für bestimmte Sachen so, keine Ahnung, bessere Sachen an. Das heißt, für eine Diamantspitzhacke und ein Glück 3 Buch oder so, kann man dann eine Glück 4 Spitzhacke bekommen. Eine Diamantspitzhacke. Die kann man dann kombinieren und so eine richtig ultra krasse Spitzhacke machen. Und das ist so eine der Sachen, wo ich mir... ich habe auch die... Gut, ich werde jetzt nicht nochmal extra den Mod, der Statue heißt, mir holen, den ich eigentlich auch drin haben wollte. Ich werde es jetzt so machen, wie ein Vanilla-Minecrafter. Werde einfach einen Bilderrahmen dafür benutzen. Wenn ich fancy bin, einen beleuchten. Nein, aber damit kann man quasi Glück 4 oder ich glaube sogar Glück 7 oder so bekommen, weil man so eine Ultraspitzhacke mit irgendwie Netherite oder so sich holen kann. Bei dem Nether Trader. Und das ist einfach geil. Damit kann man das Farm einfach noch effizienter machen und sich einfach noch mehr aufs Bauen konzentrieren. Und muss sich nicht ganz so viele Gedanken um Ressourcen machen. Schlussendlich sollte ich mir jetzt allerdings Gedanken darum machen. Verschissenen Zäune zu machen. Weil, so. Not again. So gemacht. Also im Prinzip, wir spielen auf hart und ich würde gerne in der Nacht auch einiges machen. Und nicht immer nur pennen gehen und so. Also pennen ist natürlich das Effektivste, um die ganzen Monster loszuwerden und einfach auf hart oder auf hardcore zu spielen. Aber so nachts ein bisschen was machen zu können, ist auch geil. Wenn man dann, Monster farmen kann gegebenenfalls. Es ist jetzt nicht das Effizienteste, so einen Zaun zu bauen. Normalerweise würde ich eine Wand bauen, aber dafür haben wir aktuell noch nicht den ganzen Cobblestone und alles, was wir brauchen, um den zu bauen. Aber es wird eine Wand und alles kommen. Im Prinzip wird das hier sowieso erstmal nur der Ort sein, wo wir uns ein bisschen aufbauen, wo wir starten machen und alles. Und den Rest werden wir dann, glaube ich, entweder unterirdisch bauen oder halt einfach sogar nochmal ein anderes Plästchen so gucken, wo wir uns dann final hinbauen werden. Ich habe auch nicht vor, theoretisch alles auf einen Haufen zu bauen. Aber wie man es kennt, ne, wenn man Sachen bauen will und Sachen machen will, am Anfang baut man alles am selben Fleck. Und dann, sobald man fancy bauen kann, weil man schon von allem irgendwie Gerätschaften hat, dann macht man das nochmal anders. So. Dann bauen wir jetzt mal hier Ausgänge. Rauskommt. Was Ausgänge? Also Ausgänge haben sie so generell an sich, dass man an diesen rauskommt. Deswegen heißen sie auch Ausgänge und nicht Eingänge, weil man kommt bei Ausgängen nur raus, man kommt dann nicht rein. Man könnte es auch einfach nur variable Gänge oder so nennen. Naja, Ausgang, Eingang, passt. Und im Prinzip ist dann der Plan, dass wir hier drin als ausleuchten und hier drin keine Monster spawnen können, wenn Nacht ist. Dann ist alles so. Die Mengen an Holz, die wir für allgemein brauchen oder zum Bau noch brauchen, sind viele. Und die Dinge, die man quasi machen kann mit dem Crane Modpack, sind auch insane. Also im Prinzip Minecraft ist einfach nur ein riesengroßes Sandbox-Game, wo man einfach viel zu viel machen kann und viel zu wenig Zeit hat, um die Dinge zu machen.
war vermutlich nicht smart. Ich hätte mich auch einfach mit Erde hochbauen können, habe ich nicht gemacht. Schade. Ja, die zwei Eingänge. Ja. Am liebsten würde ich hier alles planieren und einfach nur aus Beton bauen. Aber ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie man... Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen vergessen, wie man nochmal aus Clay diesen... Das war irgendwie mit Wasser oder so und dann irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Also man konnte ja mit Clay-Blöcken so Lehm oder so Lehmblöcke machen und aus denen konnte man dann irgendwie so Concrete machen, also Beton. Und ja, das hatte irgendwas mit Wasser zu tun. Und dann hatte das noch irgendwas damit, dass man es trocknen lassen muss zu tun oder so. Und da konnte man gegebenenfalls noch irgendwie Lava benutzen oder so. Ey. I don't know. Auf jeden Fall eine der schönen Sachen ist, dass man einfach mit Rechtsklick hier das abfarmen kann. Das ist sehr entspannt. Da wir auf Hard spielen, werden wir auch eine Menge Felder benötigen für all die Milliarden verschiedener Seeds, die es gibt. Ich habe Advanced Cooking gar nicht drin. Das ist auch noch ein Mod, den ich drin haben wollte. Ja, belassen. Also, ich entdecke mehr und mehr Mods, die ich nicht drin habe, die ich drin haben wollte. Aber so schlimm ist es auch nicht, weil effektiv gesehen, das ist alles nur... Das spart Performance, lol. Dafür sind einige andere Mods drin. Also im Prinzip... Viele der Mods, die ich gerne drin haben wollte, sind ein bisschen quer durchs Beet. Crate zum Beispiel wusste ich immer, dass es geil ist und dass ich es haben wollte. Goblin Trader ebenso und viele Dinge sind aus Beta MC. Das war das letzte, wo ich Minecraft gespielt hatte. Abgeguckt, dass die hier mit reinkommen oder dass ich die hier mit reinpacken wollte. Und einfach so ein bisschen kombinieren wollte. So Twilight Forest und so weiter ist absolut nicht mein Fall. So neue Dimensionen und so weiter finde ich geil, da habe ich absolut nichts gegen, aber es ist ein bisschen... So, wir haben auch, es gibt auch so eine Mining Dimension, die wir schon eigentlich benutzen könnten. Macht aber auch keinen so großen Sinn, die zu benutzen. Weil im Prinzip ist das einfach nur eine riesengroße Welt, die unterirdisch ist, und bis wir das haben. Also im Prinzip bauen wir einen Bohrer, den wir dann auf Schienen machen und der automatisch vorfährt und dann entweder den ganzen Gang macht. Oder den wir dann benutzen, um halt so diese Strip-Mine-Gänge zu benutzen und zu bohren. Da dürfte es schneller gehen, dass wir die dann ablaufen. Dafür gibt es auch eine Statistik oder beziehungsweise so ein paar Eckinfos, auf welcher Höhe man was am effektivsten findet. Die habe ich auch. Die werde ich dann hier irgendwann nochmal auf so eine Wand oder so raufmachen. Jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal sind wir froh, dass wir den Zaun gemacht haben. Werden hier ein bisschen ausleuchten. Was man natürlich nachts besser machen könnte als Tag, aber... Das weiß ich. Ich bin kein Profi. Bin ich nur nicht ein Profi, ich habe nicht mal mehr genug Fackeln. Cool. Oh, cool. Gut, das, so, 16 Sticks sind genau ein Stack Fackeln. Ein Stack Fackeln ist genau das, was wir brauchen. Den Melon packe ich dann mal hier rein. Esse ich das Fleisch. Umso weniger von diesem Kraut wir fressen müssen, desto besser ist es. So. Ein paar extra Fackeln. So. Ich hoffe mal, auf dem Feld hier dürfte nichts spawnen können. Ein einziges Feld, das wir haben. Wir könnten jetzt auch theoretisch ein bisschen erkunden gehen. Ich muss erstmal mein Stuff aus dem Inventar leer räumen. Oh, guck mal, wir haben noch letzte Dinge. Sind hier noch welche drin? Nein. Folie rein. Nein, Cobblestone. Ich weiß nicht genau, warum wir eine Dirtkiste haben, aber das wird irgendeinen Sinn haben.
tot. Brauchen wir auch nicht. Dann warten wir, bis das Kupfer durch ist, machen damit ein bisschen ein paar Sachen und dann. Gehen wir auch schon los. Und gehen ein bisschen auf Erkunden. Das wird ja vermutlich in der nächsten Folge passieren. Lapis haben wir schon gefunden. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo war es. Eigentlich hatte Christoph irgendwie Strings dabei gehabt. Die hat er mir jetzt hier scheinbar nicht reingelegt, bevor er sich ausgelockt hat, was ziemlich schade ist, meiner Ansicht nach. Weil wir damit ein Backpick machen können. Das ist auch ein Ziel. Verdammt! Hätte ich jetzt nicht geschlafen, hätte ich ein Backpick machen können, weil die Spider spawnen. Mann! Nee, warte. Nein, 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 nein. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe ja noch gar keine. Also im Prinzip hier Kupferschwert. Und so. Mache ich mal Sticks drauf. Spitzhacke. Die ist nur als Ersatz da. Das ist komplett das Ding. Die andere geht ja auch bald kaputt. Auf können wir auch neu gebrauchen. Genau, das machen wir jetzt halt einfach mehr oder minder alles aus Kupfer. Genau, Digging Speed ist da deutlich höher. Durability ist ein bisschen höher. Also im Prinzip sind es gute Werkzeuge, aber vermutlich schlechte Waffen. Waffen sollte man vermutlich dann doch aus Eisen irgendwie machen. Oder herstellen. Kann ich ja mal kurz gucken. Qualitätstechnisch dürften die aber. Also das Harvest Level gibt quasi an, welches Level vom Harvesten die haben. Und da kann ich ja mal kurz gucken mit drei Dingern. Was für ein Harvest lässt ein Eisending hat, ohne die zu craften. So, wenn ich die crafte, habe ich jetzt ein Problem. Ne, Harvest Level 4. Ist sogar langsamer als Kupfer. Digging Speed ist sogar höher. Cool. Aber das Harvest Level 4 gibt quasi an, was damit abgebaut werden kann. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Redstone nehmen, das kann nur mit einer Eisenspitzhacke abgebaut werden. Dann kann Eisen, also dann kann Redstone nicht nur mit einer Eisenspitzhacke abgebaut werden, sondern Eisen kann dann quasi mit Harvest Level 4 abgebaut werden. 6 Attack. 5,8. Er ist doch schon nah dran. Schon nah dran. Auch wenn ich die Dingspeed nicht ganz verstehe. Ja, bleiben wir bei Kupfer, das spart uns eine Menge Eisen. Und Eisen können wir noch für andere Sachen gebrauchen und verwenden. Muss man ja nicht. Kilogramm. Und wie viel Essen ich dabei habe. Sollte man ein bisschen reduzieren. Ja, wobei, vielleicht eher nicht. Vorerst lieber nicht. Man weiß nie, ob man es noch nicht tatsächlich noch gebraucht. Das Feld ist genau 16 lang und hat pro Seite jeweils 4 Felder. Das heißt, man kriegt pro Seite 2 Stacks. Also man braucht pro Seite 2 Stacks Setzlinge, um das zu bepflanzen. Und damit kriegt man auf jeden Fall genügend Brot und alles raus, um da auch nicht alle 5 Minuten drüber gehen zu müssen und die ganze Zeit zu stehen und sagen, ich brauche unbedingt Weizen, ich muss unbedingt schneller wachsen. So. Wir brauchen 24. Um eine Rüstung zu machen, wir können ja schon mal anfangen. Hose, Helm, Schuhe. Brauchen wir noch eins für acht und dann haben wir auch die Brustplatte. Und dann würde ich mich auch schon aus der Folge verabschieden und in die nächste Folge reingehen, in der wir uns dann tatsächlich auf den Weg machen und die unbekannten Gefilde dieser Welt erkunden gehen. So, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns auf eine lange und erbitterliche Reise machen, in welcher wir diese Welt und die Grenzen dieser kennenlernen werden und dann hoffentlich auch coolen Stuff finden werden. Tschüss!